So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spider-Man. Ich bin der Fun-Gamer. Und wir können die Finger einfach nicht davon lassen. Ja, Hauptmissionen sind hier schwer zu machen. Oh, dass so viele Sachen gibt hier. Leute, schon mal was von Blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel. Drei Bordsteinkante. Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Dämonenverstärkung. Wenigstens sind sie umweltfreundlich und machen Carsharing. Mist, Bombe im Laster. Ich muss sie da rausholen. Bombe im Laster. Ich muss sie entschärfen. Puh. Wie in diesem Film mit der Bombe im Bus. Wie hieß der nochmal? Tempo? Superschnell? Nein, das war's nicht. Speed. Jetzt nicht, Tabara. Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Wow. So viel neues Zeug hier. Wir müssen unseren Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab all meine Beziehungen spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Taxidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Bereit? Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du Verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Das ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten.
Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, naja, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit dem Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, tja, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Ich mache frischen Kaffee. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Nicht gut. Muss den Schaltkreis umleiten. Ich hasse solche Spiele. Nein. So ist das. Man kann das Bestehende fortführen und eingreifen. Sehr gut. Oh, dieses Mal haben Sie die Ehre. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt? Neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann Sie nicht. Ich weiß. Ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Verpasster Anruf von MJ. Hey, Doktor, ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Was ist das? Kriegt der 3D-Drucker auch einen Netzschießer hin? Komisch ist mir nie... Was ist das alles, Doc? Sieht wie eine Panzerung aus. Verteidigungsprototypen. Faszinierend, wirklich. AIM hat mich um Arbeitsbeispiele gebeten. Warum sollte ich ihm meine Genialität vorenthalten? Ha, das war ein Witz. Na dann.
gehen wir uns einmal hier zur Nebenmission, die nicht mehr da ist. Läuft. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Steht unser Essen noch? Essen? Oh, ja, ich wollte eigentlich etwas anderes, aber ja, reden wir beim Abendessen. Mein Angebot, bei dir was zu kochen, gilt noch. Tatsächlich? Tja, ich liebe das Risiko. Ich habe noch zu tun, aber ich kaufe dann ein und melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, bis bald. Okay, Abendessen bei MJ. Geringe Erwartungen. Das muss doch klappen. Dann bin ich wohl selbstständig unterwegs, bis sie anruft. Alter. Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Na gut, machen wir was, was in der Nähe ist. Die Sable-Jungs sind nicht meine größten Fans, aber die Dämonen dürfen sie nicht töten. Die Sable-Jungs mögen mich nicht. Und ich mag euch noch viel weniger. Die Stadt zum Kriegsgebiet. Na gut. Hat aber Spaß gemacht. Dann geht's weiter. Haben wir ein Update zur Lage in Clinton? Zentrale Kontrollpunkt wird angegriffen. Es sind die Dämonen. So, was gibt's hier Neues? Okay, diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe, ob alles reibungslos läuft. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment. Die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell! Der aktive Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Oh, shit. Okay, das muss man schnell machen. Schneller, schneller, schneller. Der Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden.
Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Oh ja, da dort hinten. Ah, oh, das muss man viel schneller machen. Der Empfänger ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. Fast geschafft. Jetzt läuft's. Ich möchte es nicht verschenken, aber jetzt läuft's besser. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung! Ach, geh doch scheißen. Echt jetzt? Sieht gut aus. Mal sehen. Sieht gut aus. Mal sehen. Gut. Aber da fließt nichts durch. Sieht gut aus. Mal sehen. Gut. Oder muss da nichts durchfließen? Alter. Sieht gut aus. Mal sehen.
gut. Mal sehen. Sieht gut aus. Ah, schön langsam check ich's. Ich habe aber keine andere. Gut. Sieht gut aus. Gut. Sieht gut aus. Mal sehen. Muss unter 3 Millisekunden schaffen. Sieht gut aus. Gescheißen, Alter. Mal sehen. Gut. Ah, Moment mal. Sieht gut aus. So. Sowas braucht leider länger. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Es funktioniert. Alles erfolgreich gespeichert. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Serverplatz zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, was die Station geleistet hat.
So, das war's auch schon wieder. Wir haben doch keine Zeit mehr. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst. So, das war's von mir, von Fangamer, von Spider-Man. Macht's das gut, bis dann. Ciao und Baba.